Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen ersten Ausgabe von der History Show. Frei unter dem Motto History und Hysterie. Und in dem 2010 neu errichteten Fitztum-Gymnasium Dresden befindet sich schon seit 1991 eine kleine Laientheatergruppe, bestehend aus Schülern. Sie nennen sich schlicht Schülerbühne. Ja, die Schülerbühne ist eine Arbeitsgemeinschaft an der Schule und wir haben eine ganze Menge Mitglieder in der Schülerbühne. In der aktuellen Produktion haben wir 35 Schüler, in der Regel Klasse 8 bis Klasse 12. Dezember letzten Jahres und Januar 2011 führte die Schülerbühne das Stück »Der Prozess um des Esels Schatten« auf. Das ist eigentlich kein Stück, sondern es ist ein Hörspiel. Und es ist natürlich reizvoll, das als Bühnenadaption zu bearbeiten. Ja, wir haben das jetzt halt in ein Theaterstück umgewandelt, was uns natürlich einerseits ein bisschen einengt, andererseits aber auch viele neue Möglichkeiten eröffnet, wir ja praktisch überhaupt keine Regieanweisungen haben und so weiter von Natur aus. In dem Fall wird es jetzt in der neuen Inszenierung eine History-Show sein. Es ist eigentlich die Aktualität der Problematik, von der ich jetzt nie allzu viel verraten möchte. Für den Auftritt unserer einzelnen Kandidaten gibt es natürlich immer einen donnernden Applaus. Und den macht uns die Sandy jetzt einfach mal vor. Bitte, Sandy. Bravo, super, Sandy. So, liebe Zuschauer, hier im Studio, jetzt probieren Sie es einmal. Achtung, Applaus. Struzan, der gehört zu der einen Streitpartei, ist beziehungsweise der Auslöser für die Bildung der Streitpartei, ist ein arroganter Zahnarzt, der es halt nicht einsieht, für einen Schatten zu bezahlen. Ich reite. Die Sonne eine Art feuersprühendes Rad für Esel und Mensch und endlich wird es mir zu dumm. Ich steige vom Esel und setze mich in dessen Schatten. Nö, mein guter Herr, so haben wir nicht gehandelt. Ich vermiete euch den Esel. Von dem Schatten haben wir kein Wort gesprochen. Der Schatten geht mit dem Esel, das versteht sich. Also habe ich beide gemietet, als ich den Esel mietete? Bei den heiligen Fröschen, das versteht sich nicht. Eines ist der Esel und ein anderes ist sein Schatten. Es wäre halt kein Drama geworden, wenn Struzan von Anfang an gesagt hätte, okay, ich bezahle mal 3 Kupfermünzen, weil ich meine, der ist absolut reich. Aber dadurch spitzt sich das halt zu, weil die beiden halt so dickköpfig sind. Mein Statement für das ganze Stück ist praktisch, dass ich nur Frieden und Gerechtigkeit möchte. Und dafür setze ich mich ein und dafür kämpfe ich. Ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Dann kamen die beiden also zu mir, dem Stadtrichter Philippides. Na, ich sitze im Gerichtsgebäude, so gegen 11. Ich höre sie schon von Weitem schreien. Betrüger, du ruinierst meine Praxis! Ausbeuter, sie wollen mich am Kerl bis zum letzten Held rausbringen! Oh, stimmt, ey. Nichts anderes als die Tatsache, dass aus dem Volke selbst, aus seiner Mitte, aus dem Munde eines seiner geringsten ein neuer Rechtsgrundsatz entstieg, sage ich. Zum Beispiel ein General, der ist doch auch nicht die ganze Armee, aber der Typ, der ist der wichtigste Olde, der geht der Krieg tot schon verloren. Und so ein Generalantrags bist du jetzt, hä? Ein General der Tugend, ein General der guten Ehre, ein General der Abstinenz. Dein Honorar beträgt 4 fitteste Drachen, laut den Statuten der Rüstungskammer Honorar für Minderbemittelte. 4 Drachen? Herr Polyphonus, da kann ich mir dann nur 2 Esel kaufen. Ja, du verdienst schließlich 12 Drachmen im Ganzen. Ich kann im Punkt der Honorierung leider keine Ausnahme machen. Das ist halt auch dieser schwarze Humor von Dürrenmatt, den man da halt auch merkt. Dass der Anwalt eigentlich auch nur seine Kohle will. Und deshalb vorgibt, moralisch zu sein, aber im Endeffekt einfach nur abzocken will. Die brennt! Hahaha! Abdera, mein fröhlicher Scheiter auf mir! Da lodern deine Götter, deine Frösche, deine Geschäfte, deine Dummheit! Als Jeeves wiederum hat man halt eine größere Rolle auf das Stück, da er dann ja praktisch dann dafür bezahlt wird, die Stadt niederzubrennen. Also er beendet praktisch den Streit etwas brutal. Diese ganze Stadt am Brennen ist oder beziehungsweise schon abgebrannt ist. Und die Menschen stehen an ihren Häusern rum, die abgebrannt sind. Und das Erste, was ihnen einfällt, ist, dass sie den Esel praktisch töten, also auseinanderfetzen. Das ist
Das ist halt so typisch Dürrenmatt, schwarzer Humor. Nicht einmal einen Keller habe ich mehr. Wer kommt denn da? Mitten auf dem Marktplatz? Ey, sieh doch! Der Esel des Antrags! Aus seinem abgebrannten Stall entwichen! Er ist schuld! Er ist der Verbrecher! Der Schurke! Der Gauner! Der Brandstifter! Auf ihn! Auf ihn! Auf ihn! Da! Da! Packt ihn! Tötet ihn! Streicht ihn! Zerreißt ihn! Meinen Esel! Ich will meinen Esel! Das ist kurz nach der Wende gewesen, 1991. Und dort hat der damalige Deutschkurs von Herrn Hensch Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt gelesen. Und die sind gemeinsam mit Herrn Hensch auf die Idee gekommen, das Ganze auch mal auf der Bühne zu zeigen. Und er hat mich dann dazugeholt. Und auf die Art und Weise haben wir 1991 im November die Schülerbühne gegründet. Dass ich eine unheimlich gute Möglichkeit fand, auf der Bühne sich einfach wirklich auszuprobieren. Ich habe getanzt, ich habe Instrumente gespielt und die Schülerbühne bot eine gute Plattform, verschiedene Talente oder verschiedene Dinge, die ich gern gemacht habe, zu vereinen und mir zu zeigen und auch mit anderen Jugendlichen, die genauso Freude haben, verschiedene Dinge auszuprobieren, zusammenzuarbeiten. Also das ist jetzt extrem weit. Damit das dann hier vorne die so weit. Man merkt immer wieder, dass der Bedarf da ist und dass ganz viele Schüler das gerne machen. Und solange das, glaube ich, auch so ist und solange das Spaß macht, auch wenn es immer wieder Arbeit kostet, wird es auch weiter existieren und wird es auch immer wieder neue Projekte geben. Die linke Hand auf die rechte Brust. Das linke Bein leicht nach hinten geschwungen. Ein bisschen lauter, Christina. Ausgezeichnet. Das rechte Knie noch etwas straffer. Versuche auf der Fußspitze zu stehen. Das ungemein Schwebende des Originals wird so besser getroffen. Ich setze ein Drohnengefahr nur ein. Freude und Freude. 2007 wurde das alte Gebäude des Fitz-Thun-Gymnasiums wegen schweren Mängeln abgerissen und nach 3 Jahren Bauzeit das neue an derselben Stelle eingeweiht. Die Schülerbühne musste sich in dem neuen Zuhause erst wieder komplett einrichten. Also die Grundausstattung haben wir bekommen von der Stadt erstmal und dann haben wir im Prinzip hier zugerüstet, insbesondere auch mit Unterstützung des Schulfördervereins. Ja, die Technik haben wir zum größten Teil selber eingerichtet, also das, was im inneren Bereich eigentlich Technik ist, und Licht und auch einige Stücke der Bühneneinrichtung. Alles zusammen, nach dem, was wir bekommen haben, haben wir in etwa 10.000 Euro investiert, sodass wir im Prinzip jetzt eine spielfähige Bühne haben. Unsere Regisseure schaffen es halt immer wieder, irgendwie das auf die Beine zu stellen, auch wenn sie oft ziemlich konträre Meinungen haben. Aber wir ergänzen uns doch wunderbar. Hey. Und das Streit befördert das Ganze. Und Streit muss auch sein, den gibt es natürlich. Fachliche Auseinandersetzungen, was künstlerische Gestaltungen angeht oder so. Aber wie gesagt, das läuft am Ende immer und irgendwie finden sie immer eine Lösung. Richtigen Zoff manchmal, ja. Aber das ist okay so. Geh runter, guck's an! Das wird aber nur von Zwischen. Ja? So, wie gesagt! Such dir die Oma, die dort sitzt, und setz dich auf die Schoß. Wenn der erste Ton kommt, müsst ihr anhalten. Und das Anhalten ist nicht bloß, jetzt gleich weiter, ich stehe gerade da. Sondern es heißt doch Starre, ne? Ja, also er hat absolute Starre. Die Leute sitzen hier, die gucken auf euch. Auch wenn man da hinten ist, muss man das durchhalten. Ihr könnt ja nicht irgendwie stehen bleiben und dann Grinsen im Gesicht haben. Ihr müsst diese Haltung den ganzen Weg über durchhalten. Also die Haltung, die ihr da vorne gezeigt habt, die müsst ihr durchhalten. Und sobald ein Ton kommt, heißt das stehen bleiben, stopp. Der Blick bleibt genauso stehen. Die Augen dürfen nicht tanzen. Feuer! Nein, für mich ist das nur ein Hobby. Und ich denke auch nicht, dass ich da Geld damit verdienen könnte. Ich würde vielleicht in einer Hobbygruppe weiter bleiben, auch als Student. Es gibt ja so verschiedene kleine Bühnen in Dresden, da vielleicht was machen, aber nicht professionell. Ich hatte mir eigentlich schon das so überlegt, dass man das vielleicht später machen könnte.
Ja, man hat viele Erfahrungen und ich denke, wenn man gut ist, dann hat man auch gute Chancen weiterzukommen. Nieder mit dem Konkurrenz! Dann hat Tonne Hochburg! Es lebe das Telefon! Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich bin generell ein künstlerischer Typ. Ich mag es halt zu singen, zu schauspielern und zu tanzen und sowas. Aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht Schauspiel machen werde. Also ich würde dann eher so bei Gesang und bei Kunst bleiben. Sind folglich auch derjenige, der zum vorliegenden Rechtshandel unmittelbar Anlass gegeben, ebenso wenig ein Teil des Eigentums einer einzelnen Person ausmachen kann, als das Schatten des Berges Arthas oder des Stadtamts von Abdera oder die Luft, die wir alle atmen. Weiter hat es folglich mehr besagte Schatten weder geerbt, noch gekauft, noch geschenkt, noch vermietet, noch auf irgendeine andere Art zum Gegenstand eines bürgerlichen Kontrakts gemacht werden kann und aus diesen und anderen aufgeführten Gründen die Klage des Isitraps Antrags gegen die Zahnungsstruktur abzuweisen. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, wenn ich studiere, wenn ich da eben dazu komme, irgendwie an irgendein Theater zu gehen oder so, dass ich da irgendwie als Statist oder so ein bisschen was mache, aber jetzt so richtig hauptberuflich eher nicht, also wenn dann hobbymäßig. Ja, na also ich mache ja jetzt nebenbei, also was heißt nebenbei, eigentlich mache ich das eher als Schülerbühne noch mit im Stadtschauspiel noch ein Stück und ich habe halt gemerkt, dass Theater wirklich sehr viel Spaß macht und da auch mehr dahinter steckt, als nur in eine Rolle zu schlüpfen und deswegen doch schon, ja. Ich probiere es zumindest. Als nächstes will die Theatergruppe ein Heinrich-Heine-Programm aufführen, in dem kein bestimmtes Stück präsentiert wird, sondern ein bunter Abend mit Musik, Prosa und Gedichten.